ersten Tatort gab es nur verletzte Pferde, Messerstiche in Brust und Flanke. Von da an immer das Gleiche. Der Täter kommt nach Einbruch der Dunkelheit, betäubt die Pferde mit einem Bolzenschussgerät und durchschneidet die Halsschlagader. Die Pferde verbluten. 5 Wochen nach Maywald, das Pferd vom Reiterclub. Das ist Fatme von der Oper. 4 Wochen später und vor 3 Wochen. Das hier. Wer macht denn sowas? Das ist ein 30 Kilometer Raum. Alle Dörfer sind über Fernverkehrsstraße oder Landstraße erreichbar. Der Täter wohnt vermutlich irgendwo da. Vielleicht auch in der Stadt, Quedlinburg. Sowas macht kein Stadtmensch. Na gut, dann konzentriere dich auf die Dörfer. Das sind über 1000 Nester. Ich weiß. Ich bin allein. Kannst du mir nicht jemand mitgeben? Du weißt doch, wie es hier aussieht. Ich kann ja keinen Kriminalisten aus den Rippen schneiden. Und du hattest ja schließlich Urlaub, war schön in Griechenland. Italien. Was? Ach, ist doch dasselbe. Hier sind die Unterlagen von dem Kontaktbereichsbeamten aus Bingerode. Hat er sehr ordentlich zusammengetragen, finde ich. Mit dem setzt du dich in Verbindung. Das ist gut. Fast professionell. Das sage ich doch. Bingerode heißt das Nest. Und der Beamte? Schneider. Herbert. Wie du? Herbert Schneider, Bingerode, Harz. Ja. Und sei nett zu den Leuten. Ja. Und wenn wir uns lächerlich machen, die Lackprobe ist noch nicht da, die angeblich ausgewechselten Motorradreifen habt ihr auch nicht gefunden. Das ist alles in Arbeit. Ja, ein Bauer wie Löffler sticht doch nicht wahllos alle möglichen Pferde an. Das hat Schneider anfangs auch gesagt. Er war wirklich ein sehr fähiger Mann. Ja. Wie kommst du mit ihm klar? Großartig. Nur immer, wenn er glaubt, die goldene Klarheit gefunden zu haben, dann irrt er sich meistens. Also glaubst du nicht mehr, dass er für uns hier in Halle geeignet ist? Im Gegenteil. Er denkt klar, präzise, folgerichtig. Nur das sind alles seine Leute und er ist ein bisschen befangen. Und du? Ich denke, 3 mal um 10 Ecken. Verdächtige alle und komm auch nicht weiter. Deine Selbstcharakteristik finde ich zutreffend. Ackermann. Ja, Moment. Schneider. Für dich. Ja, Herbert. Ja, danke. Ich denke, ich bin schon unterwegs. Löfflers Motorrad ist unter dem schwarzen Lack rot. Riskieren wir es also. Mach die Hausdurchsuchung. Ach, der Chef wird hier im Moment hier sein. Ha? Hab ihn schon gesehen? Jetzt läuft uns immer den ganzen Kaffee weg. Und gib mir den Rest schnell. Ja. Zeitungsschau. Auch das. Guten Morgen, Frau. Danke. Morgen. Guten Morgen. Herr Kriminalrat. Ja, wieder eine kurze Nacht für Sie. Ja. Kein Kaffee da. Wir sitzen wieder mal im Schaufenster, meine Herren. Mord in der Oper. Raffinierter Mord, Publikum Zeuge. Die Patrone war echt, denn nur auf offener Bühne erschossen und so weiter und so weiter. Und jetzt haben wir schon wieder einen Toten. Stellen Sie sich die Zeitungen von morgen mal vor. Wir haben um 14 Uhr eine Pressekonferenz. Wie steht's mit Ergebnissen, meine Herren? Was ist mit diesem Robert? Robert Bolt, die Fahndung läuft. Und Sie sind sicher, dass er... Es gibt ein ausreichendes Motiv, eine nachvollziehbare Planung und Vorbereitung der Morde. Und er war jedes Mal am Tatort. Na, das ist doch was. Ja, nur wir sind noch nicht überzeugt. Kein Kaffeesatz lesen, meine Herren, Sie haben doch Fakten. Ja, aber leider sind sie verkleidet. Leider, wieso leider? Bitte jetzt keine Gefühlsduselei, so können wir nicht vor die Presse treten. So schnell konnten wir noch nie einen Verdächtigen vorweisen. Also, möglicherweise haben wir ihn bis dahin. Übrigens, ich hatte gestern einen Anruf vom Stadtrat. Ach. Was haben Sie sich bloß dabei gedacht, bei einem Kandidaten fürs Bürgermeisteramt zu ermitteln? Sie waren doch gestern bei Löbel. Ja, und heute Morgen nochmal. Wie bitte? Quast wurde im Jagdhaus von Löbel mit einer Smith & Wesson erschossen. Löbel besitzt eine solche Waffe. Die ist aber zurzeit nicht auffindbar. Und das Geschoss aus dem Theater? Löbel besitzt die gleiche Munition. Oh,
Großer Gott, wenn Sie das auf der Pressekonferenz sagen. Löbels Kandidatur ist bisher äußerst aussichtsvoll. Er ist beliebt. Werden Sie sich warum in der Stadt? Na, ein Filou, wie wir gehört haben. Schicken Sie mir noch vor der Pressekonferenz ein kurzes Exposé rüber. Selbstverständlich, Herr Kriminalrat. Ortrud Watzke? Ja. Und ich bitte Sie, sich um die Anzeige persönlich zu kümmern. So lange verbleibt der Mordfall Guido Fürst bei Schneider. Aber Ortrud Watzke ist doch die Schwester von dieser verrückten Alten, von der komme ich doch gerade. Sie meinen Frau Mengelmann? Naja, die tickt doch nicht ganz richtig. Bitte? Entschuldigen Sie, Herr Kriminalrat, aber die Dame ist doch etwas seltsam. Nennen Sie es, wie Sie wollen, aber prüfen Sie die Sache noch mal. Sie ist eine Bekannte vom Polizeipräsidenten. Sie finden die Dame in ihrem Seniorenheim. Edith, Liebes. Don Giovanni, erster Akt, Arie des Leporello. Du kennst dich ja aus. Was war denn das? Wohl nicht dein Tag heute. Wenn der Junge nichts sagt, kommen wir doch nicht weiter. Wir haben kein Motiv. Vielleicht will er irgendjemanden decken. Aber wenn seine Mutter mit ihm redet... Herr Schmücke, Sie wissen, dass ich Sie sehr schätze, aber das, was Sie hier vortragen, ist, wenn Sie mir die Äußerung gestatten, doch eine ziemlich vage Behauptung. Und ich bin der Ansicht... Aber wenn seine Mutter mit ihm spricht, vielleicht öffnet er sich ihr gegenüber. Wen soll er decken? Und warum? Haben Sie dafür irgendeinen Anhaltspunkt? Der Junge wurde doch in einer eindeutigen Situation gefunden. Ja, aber ich bin mir sicher, dass es im Moment nur der Mutter gelingt, überhaupt irgendetwas aus dem Jungen herauszukriegen. Und ich bin mir sicher, dass es im Moment keine zwingende Notwendigkeit für eine Zusammenführung gibt. Herr Polizeirat, ich bitte Sie! Ich vermute, Ihre Untersuchungsmethoden sind noch nicht voll ausgereizt, Herr Schmücke. Lassen Sie uns zu einem späteren Zeitpunkt noch mal darüber sprechen. Es ist schon ziemlich spät! Verstehen Sie! Was ist denn los mit Ihnen? Herr Schmücke! Nichts. Das hätte man verhindern können, Herr Ackermann. Vorgestern habe ich hier gestanden und habe Sie angefleht, die Mutter zu Ihrem Sohn zu lassen. Das ist Ihre Interpretation, lieber Herr Schmücke. Dieser Selbstmordversuch kann ein Eingeständnis der Schuld sein. Es kann genauso eine Verzweiflungstat gewesen sein. Weil Daniel Gross unschuldig ist. Herr Ackermann, lassen Sie Frau Gross zu ihrem Sohn. Wir kommen sonst nicht weiter. An der S-Bahn-Station hier ist sie nie angekommen. Sagen Sie mal, Herr, weil sie niemand gesehen hat, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht doch die Bahn genommen haben könnte. Vielleicht ist sie per Anhalter weiter. Sven Melon ist nach einer halben Stunde wieder in der Disco aufgetaucht. Seine Frau kann also nur in diesem Umkreis zu finden sein. Und davon sind wir überzeugt. Entschuldigen Sie, Herr Kriminalrat, aber wir haben noch 15 Stunden. Dann müssen wir den Mann laufen lassen. Wir brauchen nichts weiter als einen Hubschrauber mit einer Wärmekamera und eine Hundestaffel. Das ist alles. Wenn ich solche Kosten auslöse, muss ich handfeste Beweise vorlegen können. Und Sie haben nur Vermutungen. Bei der angespannten Haushaltslage sind wir zum Sparen angehalten. Wissen Sie, das Wort Sparen kann ich nicht mehr hören. Das steht mir bis hier. Es hat einen Kampf zwischen den Eheleuten gegeben. Sven Melon, als er zurückkam, hat die Kratzspuren am Hals. Und das ist keine Vermutung. Ja, das mag ja sein, aber für die Anforderung zusätzlicher Kräfte wird Ihre Argumentation nicht ausreichen. Da sind zwei unschuldige Kinder durch die Hölle gegangen und wir haben nichts Besseres zu tun, als uns an Vorschriften festzuhalten. Da wird immer nicht unsachlich. Zugegeben, der Fall hat die Gemüter erhitzt. Ich denke, die Kollegen werden da auch gern Überstunden in Kauf nehmen. Also... Über die Kräfte, die ich im Präsidium entbehren kann, können Sie uneingeschränkt verfügen.
Herr Kriminalrat, das ist ein Terrain von 10 Quadratkilometern. Warten Sie mal. Dölauer Heide. Da kommt ein Gedanke, vielleicht haben wir Glück. Oberförster Schade. Ein Parteifreund von mir. Sagen Sie, haben Sie getrunken? Nee. Sonderbar. Ich rieche öfter Gerüche, die gar nicht da sind. Glaube, ich muss auch zum Arzt gehen. Hallo, Herr Schade. Ich habe es gehört. Herr Schmücke. Das tut mir so leid. Aber Sie sollten jetzt nach Hause gehen. Ach, lassen Sie mal. Als Chef hat man ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern. Ich weiß natürlich, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie es in Ihrem Innern aussieht. Schon sehr, Herr Kriminalrat, aber wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann denke ich doch auch nur im Kreis, verstehen Sie? Ja, aber Sie können doch jetzt nicht weiter in diesem Fall ermitteln. Jetzt erst recht nicht. Na, vielleicht kann ich ja ein bisschen zur Hand gehen. Na gut, aber wir wollen festhalten, Sie leiten nicht die Ermittlung. Ja, selbstverständlich nicht.